Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2! Wir haben jetzt die zweite Welt erreicht mit einem Sieg über Bowser Juniors Robotergedöns und gehen jetzt in die puzzelblanken Galaxie. Sieht schon mal sehr holzig aus, wenn ihr mich fragt. Und ich bin gespannt. Wird die zweite Welt wirklich so viel schwieriger? Ich glaube nicht. Das Geheimnis des Bilderrätsels! Ja, da müssen wir irgendwie die Puzzleteile verschieben oder irgendwas war da. Zeig mal her. Oh, jede Menge Kreissägen. Die können uns ganz schnell den Chaos machen, aber ich bin guter Dinge. Mit einer Bruchlandung. Ja. Boom. Das tut doch weh in der Knie, oder? So auf Dauer? Ich weiß ja nicht. Okay. Hallo, Wiggler. Auch mal wieder da. Da haben wir das, aber ich guck noch, was in den anderen gibt. Oh, schöne Geigenmucke. Sternteile immer mitnehmen, kann man immer gebrauchen. Yay, Noten. Oh, du bist im Weg. Ich hoffe, das hat so gepasst. Das kriege ich niemals hin mit den zwei Akkros da. Die hätte ich vorher erledigen müssen. Super Mario Bros. 3 Mucke. Legendär. Was? Mann! Da hat nur noch so wenig gefehlt. Okay, es hat bestimmt ein extra Leben oder so dafür gegeben. Naja, bestimmt ein Powerstern. Quatsch. Okay. Ja, voll die Texas-Mucke. Was geht denn ab? Was geht denn hier ab? Oh, was willst du schon wieder? 70? Bist du bekloppt? Lieber nicht. Okay, ich behalte dich mal im Hinterkopf, aber wie soll ich denn... Oh, the hell. Wie soll ich denn 70 Münzen an Bord holen? Also hierhin, bis an die Stelle. Stimmt, ist da an der Röhre sau viel drin. Okay, da haben wir auch noch, aber 70? Man kann es auch übertreiben hier mit einem Hunger. Ja, hier gibt's jetzt wieder. Jetzt gibt's hier wieder. Pass auf, Münzen, Münzen, Münzen. Aber es sind immer noch keine 70, oder? Aber sind schon einige, muss man sagen. Bisschen ganz bescheuert eingesammelt. Ohne Sinn und Verstand hier. Da haben wir immerhin 60. Wollen wir es mal versuchen? Wenn wir schon so weit sind. Ich glaube aber nicht, dass wir hier noch 10 Münzen an Bord holen. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Oh, da gibt es nochmal was. Ja, doch. Möglicherweise. Immer noch 5. Ach, 6. Gut, ich muss es eh einstampfen, was hier los ist. Ach, das wird auf der anderen Seite dann. Naja. Wenn ich es eigentlich gewusst hätte, hätte ich mal intensiver danach gesucht. Habe ich aber nicht, deswegen. Sorry. Ich mache einfach mal so. Ich hoffe, das bringt was. Sieht es denn auf der anderen Seite aus? Ja, was gibt's denn hierfür? Alter! Doch, wir haben's. Wir haben 70 Münzen. Dann wollen wir erst den verköstigen. Wenn wir das schon fertig haben, dann machen wir das auch. Hi! Ich bin so hungrig. Gibst du mir 70 Münzen zu essen? Die sind so lecker! Wenn ich 70 Münzen esse, verwandle ich mich. Lieber nicht, hab ich gemacht. Voll verwirrt. Wer gewinnt? Schwerf eine Münze. Kopf, du gewinnst. Zahl, ich verliere. Nee, andersrum. Ich gewinne. Kopf, du verlierst. So, du hast mein ganzes Geld gefressen. Du Monster. Was gibt's dafür? Baum. Weil Baum. Sieht irgendwie skurril aus. Kommt mir bekannt vor. Es gab doch schon mal so ein... Ja, jetzt krieg ich auch wieder. Es gab doch mal so einen Boss, der... Guck mal, Wolken-Mario. Wolltest du mir mal gesagt haben. Neue Verwandlung in Galaxy 2. Und nun? Jetzt glaube ich... Doch, das ist der, oder? Nee, genau den gab's schon mal. Pff. Doch, doch, das ist genau derselbe. Spackofatz. Ja, komm ruhig her. Ich kann dich auch ohne Wolke erledigen. Boom. Genau den gab's in Teil 1 schon mal. Das ist ja der Witz an der Sache. Glaube ich zumindest. Oder ich bin jetzt total Banane.
Ja, wird schon so sein. Ihr könnt mich ja korrigieren in den Kommentaren, wenn es nicht der Fall war. Oh, er kackt Bomben! Was kommt sonst zu Marcel Davis? Ich krieg's trotzdem hin. Da, und... Ach, ich bin so doof, ne? Jetzt fliegt er extra schief. Schrei nicht so, als bist du abgestochen. Du wirst nur totgestampft. Das ist ja wohl was anderes. Kommst du? Ich will dich erledigen. Mann! Da hast du. Er ist schon ein bisschen robotermäßig. Es ist ein Roboter! Gestalt eines Käfers. Oder habt ihr andere Theorien? Das sieht nicht sehr natürlich aus. Ich hatte einfach nur eine schlechte Hautfarbe, weil er schon viel mitgemacht hat in meinem Leben, wer weiß. Ich kenne seine Vorgeschichte nicht. Bam, 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 bam. Was machst du denn? Komm her! Jetzt kommt er von da. Ey! Hält sich für lustig, oder was? Da habe ich mein Geld nicht ausgegeben, um dich wieder zu... Autsch. Dich wieder zu sehen? Ja, im Endeffekt schon, ne? Eigentlich doch. Aber ich hatte mir ein schöneres Geschenk gehofft. Jetzt fliegt er wieder schief. Komm schon. Warum machst du das denn? Ja. Da hast du. Und tschüss, Mann. Danke dafür. Nicht der Rede wert. Es war ja nur die Special-Mission, die Geheimmission, die zweite oder dritte Mission dieser Galaxie. Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das normal hinkriegen. So wie es sich gehört. Uns stinkt der Stinkkäferkönig. Das kannst du aber mal laut sagen, nur. Jawohl. Der Weg reicht. Sieht doch cool aus. Das eine ist eine Wassergalaxie, Strand oder so. Ja, du unterwegs warst, habe ich die Galaxie gerade ein wenig geändert. Schau sie dir mal an. Hä? Was? Lässt du die Finger vor meinen Kram oder was? Hast du diesen Toad gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Porst und Prügel vor sich hin. Geh mal rüber und sprich ihn an, damit das Gemurmel endlich ein Ende hat. Ein Brief von Peach? Würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nur ein Brieftoad. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ist es nicht klasse? Und stell vor, der erste Brief für dich! Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe... Diese Kopfkino gerade. Ah ja, es geht ihr gut. Es geht ihr gut bei Bowser. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. PS, diesen Brief liegt etwas weit, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Dann malst du eine Krone dazu. Und warum lässt Bowser sie eigentlich immer Briefe schreiben? Diesen Brief lag ein Wunderpilz bei. Ha, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin auch wunderbar fürsorglich berührt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ein Wunderpilz. Nicht 5 oder 7 oder wie das war? Alter. Die kriegt erstmal Schellen, die lässt ganz schön nach, die Alte. Das ist die neue Galaxienkarte. Das ist die Weltenkarte. Dank der Kraft der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du meintest... Zweite Welt. Das nehme ich gerade mal mit. Und ich wollte jetzt mal die richtige Mission erledigen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Lass mal langsam mal anfangen hier mit dem Schinken. Bam, badam. Das Geheimnis des Bilderrätsels. Schon wieder. Ja, ich will dahin, wo sie uns alle zersägen. Ich bin da voll gut drin. Da ist bestimmt doch die Kometenmünze versteckt. Ich will immer Starkörner oder Sternmünze sagen. Kometenmünze! So, jetzt erledige ich erstmal Wiggler. Wie machen wir das am besten? Genau. Ach, gib doch wenigstens eine Münze. Boom! Den gab es ja auch schon im ersten Teil, deswegen ist da alles... Das kann ich mal... Du führst mich weiter, das weiß ich ja.
So, irgendjemand war Noten, aber wenn irgendwo Münzen dabei waren, ist es auch schön. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Nur weil ein Gomelo mal da Münzen verfuttern will, ey. Ich kraft's immer nicht. Jetzt sind wir gefälligst schnell genug. Was ich gerne hätte, wäre so ein 6-Energie-Pilz. Einfach weil ich jetzt Bock drauf hab. Drei extra Leben. Habe ich es nicht gesagt, aber das ist immer noch mehr als Peach mir gibt. Die Schabracke. Einwohner? Mal ernsthaft, warum? Weil ich so viele Leben habe oder was? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht so wirklich. Ah, da ist der Gourmet-Fuzzi. Nein, lass mich. Die hat doch immer... Ich glaube, es waren 5, ne? Ich habe eben gedacht 7, aber es waren nur 5. Aber ein One-Up. Alter, man muss sparen, wo man kann, ey. Aber ich meine ja nur. So, können wir unseren Weg endlich fortsetzen, Ausrufezeichen. Hoch mit dir! Und endlich geht's weiter. Ah, den Bereich mag ich. Ja, so ist ähnlich, es gab's in 3D-Land, ne, oder? Da ist er. Oh Gott. Du bist so blöd, ne? Das Schöne ist ja, man kann die noch bekommen. Ich hab's mal geschafft, ne? Gesehen? Habt ihr es gesehen? Ha? So wird's gemacht. Alter. Ja. Pff. Was interessiert mich, dass man es eigentlich nicht mehr schaffen soll? Ich mach's trotzdem. Oh, oh, oh mein Gott, das fördert meine Laune. Und die ist ohnehin schon zu hoch. What? Ja, da gibt's gleich mal einen Fail für die Quote. Und dass die Sternmünze wieder weg ist und dann kriegt die Jahrhunderte nicht mehr. So läuft das. Beeilung. Hier immer beeilen bei dem Zeugs hier. Und Heps. What the? Okay, passt schon. Hm, Energie? Hm. Ah, ich bin mal wieder so arrogant und will das Ganze ohne Energie schaukeln. So schwer war das nicht, oder? Das Bilderrätsel jetzt machen? Die Cowboys sind ihren Sporen. Stell ich mir gerade so vor. Gib mir Sternteile. Was sonst nichts zu lachen ab hier? Die Kometenmütze. Episch. Alter, damit gehe ich in die Annalen der Let's Play History ein. Aber nicht viel mit Anal zu tun. So, ich wollte einen Käfer, da habe ich einen Käfer. Hallo? Ach nee, Moment, die gab es in Galaxy auch. In dem Turm ganz oben. Da bin ich aber im Let's Play. Habe ich versagt, ne? Ach du Schande. Das jetzt hier bitte nicht. Wäre uncool. Ey, wir würden gleich aggro. Nur weil ich dein Kind getötet habe. Also dafür brauchen wir jetzt wirklich keinen 6-Energie-Pilz. Also meine Herren. Oh Mann, ey. Da da na 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 na. Oh yeah. Bum bum. Haha. Eieiei, was ist denn heute schon wieder los? Krasse Sache. Was haben wir denn da? Das ist der besagte Stern. Ja. Cool. Und 300 Münzen. Auf nächstes! Ich könnte hier eine Pause machen. Wir haben schon fast 15 Minuten, aber ganz so schlimm bin ich dann doch wieder nicht. Bröselbrock-Galaxie. Oder Riesenwasserfall-Galaxie. Die ist auch cool. Ne, wir machen Brösel. Weil da gibt es auch nächste Mario-Verwandlung hier. Fels-Mario oder so. Rollodillo auf Kollisionskurs! Achtung, auf 12 Uhr, Sergeant wäre mein Problem. Ja, dem bin ich mir voll und ganz bewusst hier, der Aufgabenstellung. Da ist der Steinpilz. Gab's doch irgendwie bei Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution.
Steinpilz, der war eigentlich gar kein Steinpilz. Irgendwas komisches war da mit dem Steinpilzen. Ja. Und wie befreie ich den jetzt da? Irgendjemand hat den Schlüssel. Irgend so ein Schmackofatz. Okay, alle. Alle besiegen und schon. Freiheit für den Felspilz! Du wurdest zu Felsen, Mario. Schüttle die Wiimote, um über deine Gegner zu rollen. Oh, hier, Baby. Boom, das geht ab. Ah, bloß aufpassen, du machst es kaputt. Aber hier ist ein Kristall, den will ich zerstören. Gnädiger Toddy. Na? Es war keiner der Meinung, dass dieses Ding kaputt zu kriegen ist. Ich kann nicht glauben, dass der Kapitän mir das aufgetragen hat. Kein Problem. Ich helfe dir mal eben. Und zack, die Starcoin ein. Und? Wow, das sieht total einfach aus. Was hackst du denn jetzt noch weiter? Bastjo. Kontrolle, bitte aufpassen. Ich wollte den Felsen hier. Kann ja sein, dass irgendetwas Ominöses dahinter steckt. Ja, da kommen später noch geile Galaxien, wo man mit Felsen Mario da rum irgendwelche Parcourse bewerkstelligen muss. Da freue ich mich echt drauf. Und erstmal hier, freie Bahn. Und los geht's. Alle Neune und boom. Also ich hab's nur gehofft. Und volle Möhre. Auf geht's! Jo! Ist klar. Na, euch werde ich alle erledigen. Ich glaube, muss ich sogar oder was weiß ich. Hey! Zählt nicht! Zählt nicht! Was seht ihr für fiese Möb? Was ist denn der Felspilz? Da hinten. Da hinten ist da einer. Ich konnte auch alle so fertig machen, außer die großen Felsen. Die rollenden Felsen. Bekämpfe Feuer mit Feuer. Rollende Felsen mit rollenden Felsen besiegen. Das sind die Rolling Stones hier. Hey. Okay, die Lage wird bedrohlich. Hey. Hä? Was ist jetzt los? Der andere Felsen rollt über die, ne? Auch gut. Bam, bam, bam. So, gucken wir mal. Und Chaka Conroy. Ups. Kannst aufhören? Ach du Blödmann. Das war die falsche Taste, um wieder aufzuhören. Ich glaube, einfach nochmal schütteln, ne? Wieder was gelernt. Sah aber episch aus. Gebt zu, auch ihr habt für einen Moment blöd geguckt. Ja. Nervt doch mal nicht. Ah, tatsächlich. Einfach nochmal schütteln. Oder auch doch nicht. Hä? Wie mach ich das denn? Ist auch egal. Alle Blätten. Hm? Hm. Gegen irgendwas angeeckt. Oder wenn man zu lange mit dem Ding rumfuchtelt, löst man sich auch wieder auf. Upsa. Die Felsen halten mich auf und das ist gut. Ich erledige erstmal die... Okay, hör auf mit der Action. Ja, dann kriegst du so down. Ernsthaft, ich hab jetzt Angst, nochmal runterzufallen. Ihr seid doch eh keine Herausforderung mehr. Okay. Ihr seid eine, aber trotzdem will ich euch so erledigen. Gibst du Münze? Hast du mal eine Mark? So, eine nach dem anderen, bitte. Kannst ruhig antanzen. Kein Pro. Jetzt kriegst du aufs Maul. Also hier. Irgendwann verliere ich auch die Beherrschung. Noch eine übrig? Zwei sogar. Oh, Kampf auf Leben und Tod. Ich wollte mich echt zum Narren halten. Und der letzte im Bunde. So. Ach, ein Abflug. Ja, Wolski, endlich geht die Reise weiter. Am besten sogar in Felsengestalt. Könnte von Vorteil sein. Juhu! Nee, löst sich auf. Okay. Wir können mit Felsen Mario nicht durch diese Sternenringe. Interesting. Dafür können wir aber mit Felsen Mario Kettenhunde erledigen. Selbst ohne Ketten. Ah, hier können wir wenigstens jetzt einfach runterfallen. Gefällt mir schon viel besser. Ups. Können wir die nicht erledigen? What the? Aber ich wohl einen Denkfehler gehabt. Ich hab gedacht, wir können die bezwingen. Aber die haben ein dickeres Fell als wir. Na gut. Nerv doch mal nicht jetzt.
echten Hunde haben ein dickeres Fell, aber da sind noch mehr Sachen. Zum Beispiel das hier. Ich glaube, darauf haben wir es abgesehen. Trotzdem. Die Felsen kaputt machen, weil ich will das jetzt. Oh Mann, fast. Egal. Verwandle dich doch mal zurück, du Affe. Okay, erinnert mich dran, beim nächsten Donkey Kong Country Part die Affen mal Klempner zu nennen. Schon wieder Energie. Was sollen die dauernden Kämpfe? Wer will denn diesmal von mir verprügelt werden? Immer antanzen. Ich bin für alle offen. Na, wer traut sich? Ach so, ja, Rollo Dillo oder wie er hieß. So, ein hübscher Kerl. Ich hab den gar nicht mehr in Erinnerung. Das will was heißen. Ja, das war's. Immer auf den Hintern. Gut. Ach, schrei doch nicht so. Hier ist Mittagsruhe. Boing. Ja, mal ernsthaft, das ist ein Boss zum Vergessen. Ich hab den echt nicht mehr in Erinnerung. Der wird einfach so für die Katz sein, dass ich echt nicht mehr... Gut, er hat mich einmal getroffen. Gratulation. Dafür kriegt er jetzt das letzte Mal auf die Irme. Boing. Wächst ein Hintern versohlt. Was? Der hält mehr als dreimal aus? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Was? Der hört sich an wie ein Rennwagen, wie ein Formel-1-Wagen. Coole Idee. Okay. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, Gegner nicht unterschätzen. Naja, direkt ein Duell. Sie scheinbar den kürzeren. Ich warte, bis er sich ausgetobt hat. Dann wird das Vernünftigste sein. Er ist irgendwie gestolpert oder sowas. Nein! So weit kommt's noch! Boah! Sag doch mal! Was bist denn du für ein Kerl? Warum kenne ich den nicht? Habt ihr das gesehen? Fels Mario hat eine Drehattacke gemacht. What the F? Ich nehme den auf die leichte Schulter. Zu sehr. Ein paar Mal ausweichen und dann den Hintern versohlen. Das ist hier gefordert. Ganz easy. Boom. Hört sich an wie eine defekte Spülmaschine, meine Herren. So sieht's aus. Ah ja. Gut. Her damit. Oder warte, wir machen das stylisch. Jo. Pscha! Nee, falsch. Egal. Kriegen wir nicht hin. Ich bin so freudentrunken, dass man meinen könnte, ich habe aber nichts eingeworfen, keine Angst. Ich finde das Spiel geil. Und es hat, wie dieser Bosskampf zeigt, immer noch die ein oder andere Überraschung für mich parat. Jetzt wollen wir aber erstmal angucken, dass der Felspilz auch in unserem Dingsbums angekommen ist. Hallo! Luba, sag mal was dazu. Oh, wir können weiterreisen, wir jetzt gedacht. Da ist der nächste gierige Gummiluma. Dieser Idiot. Oh, du hast einen Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es drauf. Ganz unter uns. Ich frage mich einfach, wofür wir diesen ganzen Krampel hier sammeln. Ich auch. Gibt's dafür jemals eine Erklärung? Mario, ein Brief für dich. Schon wieder? Einladung. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem ich mit mir messen muss. Triff mich in der Wattenwolken-Galaxie und wir finden heraus, was du drauf hast. Dein Wanderaffe. Das war der Lackaffe. In der Wattenwolken-Galaxie. Ich hoffe mal, dass ich das nicht vergesse bis zum nächsten Part, weil dann machen wir weiter. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao!